schon gesagt wurde, auch wenn hier Flüchtlinge sozusagen kommen, dann kriegen die nicht das gleiche Geld für die Schule zum Beispiel oder so. Wenn das Boot untergeht, dann sind nicht nur der Chinese oder der Deutsche untergegangen, sondern dann sind alle untergegangen. Also wir glauben, dass sich das Recht auf Spielen, Freizeit und auch Ruhe ist. Kinderrecht Number One. Das ist ein Kinderrechte-Song. Song. Essen bekomme ich immer. Immer. Ohne Kinderrechte wäre das schlimmer. Schlimmer. Man müsste sich dann viel Fragen überlegen. Da müsste man fragen, hat Ihre Partei oder haben Sie schon mal darüber nachgedacht oder haben Sie schon mal in Bildung eingespart? Und dann kann man ja die Gegenfrage machen, wie, dann kann man den Rollentausch machen. Kinderrecht Number Two. Kinderrecht ins Grundgesetz und nun. Yes. Politiker denken nur an Gelder. Kinder dagegen retten die Wälder. Yeah. Die Kinderrechte brauchen wir. Wir. Die braucht auch ihr. Wir. Ohne Kinder würde es keine Zukunft geben. Wir sind euer Demokratie. Leben. Kinderrecht Number Three. Erwachsene denken an uns nie. Manchmal. Kinderrechte sind sehr wichtig. Wichtig. Ansonsten werden wir durchsichtig. Sind Sie dafür, dass die Kinderrechte ins Grundgesetz kommen? Ja, auf jeden Fall. Also wenn Sie jetzt ein Kind wären, welche Frage würden Sie einem Politiker stellen? Was sie denn dafür machen, dass sich die Kinder auch wohlfühlen in der Gegend, wo sie wohnen und leben. Ich fand es ja früher auch normal, dass Eltern ihren Kindern eben Ohrfeigen gaben und so weiter, bis mir mal auffiel, dass unter Erwachsenen die Körperverletzung strafbar ist und bei Kindern nur die Misshandlung strafbar ist. Ganz egal, wo die Kinder herkommen und welchen Aufenthaltsstatus sie haben, die sollen in Deutschland alle die gleichen Rechte haben. Was halten Sie denn von Kinderrechten? Ja, die sind natürlich wichtig. Wenn man jetzt gegen Kinderarbeit was tun will, dann nutzen einem die Menschenrechte ja auch nichts. Und ich finde, so genau vertreten die Menschenrechte die Kinderrechte auch nicht. Was halten Sie denn von Kinderrechten? Sind auf jeden Fall notwendig. Die meisten Rechte sind ja schon abgedeckt im Grundgesetz für die Kinder. Sind Sie dafür, dass Kinderrechte ins Grundgesetz kommen? Da bin ich dafür, ja. Was halten Sie denn von Kinderrechten? Sehr viel. Da waren alles da. Hallo, Frau Krause von der CDU. Hallo, hier ist Anna. Können Sie sich vielleicht mit mir darüber unterhalten, dass mein Vater mich geschlagen hat? Wenn es unbedingt sein muss. Ich komme in 2 Stunden. Wo wohnst du denn? Ich wohne in der Pappelallee 21. Tag, ich bin Anna. Hallo, Frau Krause von der CDU. Ja, Sie können sich da hinsetzen. Hast du keinen gemütlichen Stuhl für mich? Mm-mm. Mein Vater hat mich geschlagen, weil ich in der 6. in der Mathearbeit hatte. Und finden Sie das richtig? Es ist natürlich schlecht, wenn man seine Kinder schlägt. Aber du hast nicht gelernt für die 6. Deswegen kann dich dein Vater schon mal schlagen. Ich wurde als Kind auch geschlagen und habe dann selbst gelernt. Also Sie meinen, das ist gerechtfertigt? Eigentlich schon. Dankeschön. Ich muss nicht weiter. Tschüss. Ach, toll. Vielleicht klappt es ja beim Deutschen Kinderhilfswerk. Hallo? Okay, ich komme in 1 Stunde. Wo wohnst du denn? Es gibt das Kinderrecht auf eine gewaltfreie Erziehung.
Und ich setze mich schon lange dafür ein, dass Kinderrechte ins Grundgesetz kommen. Und ich verspreche dir, dass ich mich jetzt noch mehr einsetzen werde. Danke. Und jetzt gehen wir mal zu deinem Vater. Muss das sein? Ja. Ich warte so lange hier. Nein, du kommst mit. Ihre Tochter hat mich angerufen, hat gesagt, dass sie sie schlagen. Und ich wollte ihnen sagen, dass es ein Kinderrecht gibt auf eine gewaltfreie Erziehung. Und dass sie das nicht dürfen. Kinderrechte gehen am Arsch vorbei. Kinderrechte ins Grundgesetz! Hallo Spielplatz! Hallo. Sieht ja nicht mehr so neu aus, was? Ganz dreckig. Und die Schaukel? Ja. Auch nicht mehr die neueste. Das Holz? Knarrt schon. Eins steht fest. Du wirst abgerissen. Aber was ist mit den Kindern? Nach der Schule kommen sie immer auf den Spielplatz und spielen. Und sie mögen die Natur und die haben den Spielplatz selbst gebaut und das ist ihnen wichtig. Selbst gebaut? Da muss ja erst recht abgerissen werden. Was ist denn an selbstgebauten Sachen, vor allem von Kindern, so schön? Naja, sie brauchen den Spielplatz zum Spielen und sie sind schon lange, sie kennen den Spielplatz schon lange. Den Spielplatz schon lange kennen? In der Halle kann man doch viel besser spielen. Und außerdem, dieses riesige Stück kann doch viel besser zu deinem Parkplatz werden. Ein Parkplatz mit Autos. Wunderbar. Wir brauchen den Spielplatz. Was hast du schon zu sagen? Naja, schließlich geht es darum, ob der Spielplatz abgerissen wird. Abgerissen oder nicht, ist doch keine Ursache. Er ist eh schon dreckig und morsch. Trotzdem kann man doch gut auf dich spielen. Du hast hier nichts zu sagen, also verschwinde. Ohne Kinder würde es keine Zukunft geben. Theaterspielen am meisten Spaß gemacht. Das fand ich auch gut. Aber was mich halt auch ein bisschen gestört hat, war, dass beim Theaterspielen waren dann eher wenige Leute und als dann die Politiker interviewt wurden, waren dann plötzlich ganz viele Leute da. Also ich fand, mir hat das Rap, der Rap am meisten Spaß gemacht. Nur, dass mir dann natürlich die Beine wehtaten, wenn man natürlich immer draufhauen musste. Und ich fand auch ein bisschen dumm beim Befragen. Der eine, der ist fast eingeschlafen, als wir ihn gefragt haben, wo ich so, ja, die Kinderrechte sind natürlich gut und ich habe ja auch ein Kind.